Heute geht es um die Entdeckung eines berühmten griechischen Mathematikers. Vor über 2.500 Jahren lebte der Pythagoras. Und seine Entdeckung ist uns so wichtig, dass wir heute noch in der Schule von ihm reden. Das Bild kennt bestimmt jeder. Und was es damit auf sich hat, wollen wir uns gleich ansehen. Vorher gibt es noch ein bisschen Grundwissen. Bei einem Dreieck werden die Punkte gegen den Uhrzeiger benannt. Wir nehmen meistens die Buchstaben A, B und C. Und jeder Eckpunkt gibt der gegenüberliegenden Seite ihren Namen. Also Eckpunkt A gibt der gegenüberliegenden Seite den Namen kleines a. Die Seite B liegt dem Punkt B gegenüber und unten finden wir die Seite C. Klar. Und jetzt geht's los. Was der Pythagoras gemacht hat, war folgendes. Er hat über der Seite A ein Quadrat gezeichnet. Na klar, das heißt a Quadrat. Über der Seite B zeichnet er das B-Quadrat und zur Seite C gehört C-Quadrat. Das sieht nicht nur schön aus, das ist auch ganz doll mathematisch. Seine Entdeckung war nämlich, dass die Summe von den beiden kleinen Quadraten genauso viel ist wie das große Quadrat. Egal wie ich das rechtwinklige Dreieck zeichne, immer sind die beiden kleinen Quadrate in der Fläche genauso groß wie das große Quadrat. Also mathematisch aufgeschrieben, c Quadrat ist a Quadrat und b Quadrat. Weil das so wichtig ist, schreiben wir Pythagoras oben drüber, malen ein Kästchen hin. Ganz wichtig. Damit werden wir später noch viel rechnen. Zum Rechnen müssen wir es noch ein bisschen ändern. Wir nehmen diese Gleichung, c Quadrat ist a Quadrat plus b Quadrat und ziehen auf jeder Seite die Wurzel. Also auf jeder Seite wird das Gleiche gemacht, damit die Gleichung erhalten bleibt. So, und dann wird aus c Quadrat eben c und aus a Quadrat und b Quadrat wird Wurzel aus a Quadrat plus b Quadrat. So muss es stehen. So, und weil die Formel so wichtig ist zum Rechnen, fängt sie sogar noch an zu blinken. Gut. Jetzt rechnen wir ein Beispiel. Wir nehmen uns ein Rechteck her. Die eine Seite ist 5 cm, die andere 8 cm. Und die Frage ist, wie lang ist die Diagonale? Ja, natürlich soll uns der Pythagoras helfen. Und das geht so. Schon haben wir das Pythagoras-Dreieck an der richtigen Stelle. Ich habe A, ich habe B und das, was sonst die Seite C ist, heißt in dieser Aufgabe jetzt mal Diagonale und das kürzen wir mit D ab. Unsere Formel. Jetzt kann es losgehen. Gesucht ist also die Diagonale D. In der Formel war das meistens das C. Wir kennen die Seite A mit 5 cm und B mit 8 cm. Und wir erkennen auch, was jetzt kommt. Formel einsetzen, Ergebnis. Die Formel ist klar. Die Diagonale ist Wurzel aus a² plus b². Zahlen einsetzen. Wurzel aus 5 hoch 2 plus 8 hoch 2. Und da muss der Taschenrechner ran. Wir kommen auf 9,4 cm. Ergebnis unterstreichen. Antwort fertig. So, vor der nächsten Aufgabe noch ein paar Fachbegriffe.
Die lange Seite wird in den Aufgaben meistens als Hypotenuse bezeichnet. Also Seite C, die Hypotenuse. Und die kürzeren Seiten, die Seite A und B, die heißen die Katheten. Aufpassen mit der Schreibweise, Katheten mit TH, Hypotenuse ohne H. Und jetzt kann es losgehen. Für die erste Aufgabe nehmen wir uns dieses Zeichendreieck vor und wir messen die kurzen Seiten, die Katheten. 7,5 cm für die eine und 13 cm für die andere Seite. Also, eine Seite 7,5 cm, die andere Seite 13 cm und gesucht ist die Länge der Hypotenuse, die Länge von Seite C. Na und jetzt ist ganz normales Formelrechnen dran. Gegeben, A gleich 7,5 cm und Seite B 13 cm. Gesucht ist Seite C. Wer will, schreibt sich die Formel schon daneben. Ansonsten geht's jetzt los mit Formel. C ist Wurzel aus A hoch 2 plus B hoch 2. Einsetzen. C ist also Wurzel aus 7,5 ins Quadrat plus 13 zum Quadrat. Für das Ergebnis brauchen wir den Taschenrechner. 7,5 ins Quadrat und 13 ins Quadrat sind zusammen und daraus die Wurzel. So, was kriegen wir raus? 15 cm. Okay, Antwort, die gesuchte Seite C ist 15 cm lang. Hier haben wir die Möglichkeit, nochmal zu sehen, ob wir gut gerechnet haben. Wir können es nämlich nachmessen. 15 cm, okay, also hat geklappt. Pythagoras ist ein gutes Werkzeug. Nächste Aufgabe. An einer Hauswand soll eine Leiter gelehnt werden. Die Leiter ist 5 Meter lang und soll an der Hauswand mindestens auf 4,50 Meter kommen. Die Frage ist, wie weit darf die Leiter vom Haus entfernt aufgestellt werden? So, gegeben, diesmal ist C gegeben mit 5 Metern und die Seite B mit 4,5 Metern. Gesucht ist A und hier müssen wir aufpassen, Wurzel ist jetzt auf C² minus B². Die Formel also, A ist Wurzel aus C² minus B². Einsetzen, 5 hoch 2 minus 4,5 hoch 2 und der Taschenrechner bringt mir 2,179 Meter. So, mit einer Leiter brauche ich nicht auf Millimeter zu arbeiten. In den Antwortsatz kommt einfach 2,10 Meter. Dann steht die Leiter so, dass ich immer noch 4,50 Meter am Haus erreiche.